Hallökes, Prüfungsrock'n'Roller, Ripscoach hier, ich grüße euch. Was für eine Mega-Action am 5.5. um 19 Uhr. Da ging es ja um die wichtigsten und auch häufigsten Prüfungsthemen in Kundenbeziehungsprozesse und auch ein Prüfungsbereich des Kaufmanns für Büromanagement, der mit 30% sehr brutal in die Gesamtnote hineinfließt. Und es waren so viele Teilnehmer, dass nur ein Teil reinkam. Ich hatte fast 300 Anmeldungen. Und neu war jetzt bei Zoom, wo ich die Werbebinare drüber mache. Früher war das so, 100 konnten aktiv daran teilnehmen und die darüber hinaus dazu kamen, konnten zumindest zuschauen. Das geht jetzt nicht mehr, ich vermute mal aufgrund der Corona-Krise. Und ich sage ja maximal 100 aktive Live-Teilnehmer, damit ich euch die gewohnt hohe Qualität liefern kann. Ihr wisst ja, ich bin sehr interaktiv. Auch das neue Webinar nächste Woche geht es richtig ab mit zwei prüfungsnahen Aufgaben für euch. Deswegen, also anmelden, Platz sichern. Die ersten 100 kommen rein, alle anderen bekommen halt dann die Aufzeichnung. Aber ihr könnt euch auf jeden Fall anmelden, damit ihr auch die Aufzeichnung bekommt und die Chance habt, einer der ersten 100 zu sein. Also pünktlich sein, damit ihr reinkommt und dann haben wir einen richtig coolen Webinar Rock'n'Roll. So, also. Ihr könnt euch die Aufzeichnung anschauen, da ging es um Kundenbeziehungsprozesse vom 5.5. unter webinare.gripscoachtv.de. Da findet ihr alle Aufzeichnungen, als auch die neuen Termine, zum Beispiel am 12.5. auch wieder um 19 Uhr, Abgrenzungsrechnung einfach erklärt. Sichert euch einen Platz für den 12.5. unter webinare.gripscoachtv.de. So, jetzt aber, wie ich versprochen habe, die Antworten auf einige offene Fragen, denn ich habe ja gesagt, so viele Fragen kann ich unmöglich beantworten. Das wisst ja selber, was da alles zusammenkommt. Das ist Wahnsinn. Und deswegen habe ich gesagt, dass ich einige interessante Fragen, die ich nicht beantwortet habe im Webinar, per IGTV-Video beantworte. Und da habe ich jetzt wieder eins rausgekloppt und habe mal so ein paar Fragen rausgesucht. Und zwar, die Sabrina fragte, welches Buch genau ich meinte, weil ich wurde gefragt, welches Buch ich empfehlen kann, wenn es nur ein einziges gäbe, für die Prüfungsvorbereitung Kauffrau für Büromanagement. Und das heißt sicher zur Kauffrau für Büromanagement vom Merkur Verlag. Das gibt es auch für andere Berufe, zum Beispiel Industriekaufmann oder Kaufmann im Groß- und Außenhandel oder auch Kaufmann im Einzelhandel. Also sicher zum, okay? So, dann hat Denisa gefragt, der Unterschied zwischen Angebotsvergleich und Angebotskalkulation. Da steckt ja bereits die Antwort in der Frage verborgen, in den Fachbegriffen. Einmal vergleichst du Angebote und schaust, welcher zum Beispiel günstiger ist. Kannst aber auch dann die Herausforderung haben, dass nicht nur der Preis natürlich ausschlaggebend ist, sondern auch zum Beispiel die Liefergeschwindigkeit. Wenn du jetzt ein Produkt sehr schnell benötigst, liebe Denisa, und da nützt es dir nichts, den günstigsten zu nehmen, der 3 Wochen Lieferzeit hat. Dann nimmst du lieber den teureren, weil er innerhalb von 3 Tagen liefern kann. Das ist der Unterschied bei Angebotsvergleich, wo es nicht nur wichtig ist, auf den Preis zu achten, sondern auch auf andere Geschichten. Angebotskalkulation ist klar, du musst ja kalkulieren, deine eigenen Verkaufspreise, musst also schauen, was kostet dich dann die Ware selbst, zum Beispiel, wenn es eine Ware ist. Dann natürlich, dass du Zuschläge, Gewinnzuschlag und so weiter mit draufpackst, Gewinnzuschlag genau und andere Kosten, die du entsprechend nachher dann einkalkulieren musst, Handelskosten zum Beispiel. Und dann hast du eine Angebotskalkulation, damit du ja auch dann einen Preis nachher feilbieten kannst, wo es sich für dich lohnt, diese Ware zu verkaufen. Denn du bist ja nicht die Arbeiter Wohlfahrt, du willst ja was daran verdienen. Und wenn du 100 Euro zum Beispiel Einkaufspreis hast und willst das Produkt dann für 200 Euro verkaufen, musst du schauen, dass das in etwa hinhaut. Ne? Da gibt es die Vorwärtskalkulation, die Rückwärtskalkulation, die Differenzkalkulation und so weiter. Das ist der Unterschied. Einmal Vergleich und einmal die reine Kalkulation. Dann die Frage von Sarah, wie man sich am besten auf die Reporte vorbereitet. Da ein Tipp, da gibt es auch ein Webinar, eine Aufzeichnung. webinare.gripscoachtv.de, dann könnt ihr euch eine Aufzeichnung anschauen vom Webinar, der perfekte Report, wo ich euch ganz genau erkläre, wie ein perfekter Report aussieht und wie du dich optimal auf die Reportprüfung vorbereitest, das sogenannte Fachgespräch in der Reportvariante. Weiter geht's mit weiteren Tipps, die Anja
sich wünschte oder immer noch wünscht für Prüfung Teil 1. Viele haben jetzt im Sommer die Prüfung Teil 1, die Nachprüfung, andere erst im Herbst. Da nochmal Info für euch. Da ist gerade ein Kurs am Start von Gripscoach TV, den macht der liebe Burkhard Liermann. Und ich hoffe, er ist ein bisschen schneller fertig. Wenn nicht, wird es erst im Sommer soweit sein. Gibt es einen Online-Kurs speziell für den ersten Teil der Prüfung. Mega interessant, sowas hat es noch nicht gegeben. Ihr werdet begeistert sein von den Inhalten dieses Online-Kurses. Bis dahin, mein Tipp, geh mal auf den Blog von mir, also gripscoach.de, unter Artikel, beste Artikel. Ich glaube, bester Artikel heißt genau Artikel, dann kauf mal viel Büromanagement und dann findest du dort die 5 besten Tipps für deine Prüfung informationstechnisches Büromanagement. Das ist ja der erste Teil der Prüfung und da gebe ich dir sehr viele Gratis-Tipps, wie du dich darauf perfekt vorbereiten kannst. Und im Hinterkopf behalten, Online-Kurs ist bald am Start, dass du mir weiter folgst, um dann von diesem neuen Kurs profitieren zu können. Die Kim, die fragte, für Prüfung Teil 2, sollte ich mir da trotzdem die Themengebiete aus dem Buch zur Prüfung Teil 1 anschauen? Nein, wir haben einmal Teil 1 der Prüfung und Teil 2 der Prüfung. Und ich gab bei den Tipp in dem IHK-Prüfungskatalog, da gibt es ja dann Beziehungsprozesse und Wieso im schriftlichen Teil, Teil 2. Und das ist dann relevant und kann geprüft werden. Teil 1 ist halt erster Teil der Prüfung. Das kannst du dir sparen. Schau lieber zu, dass du diese Prüfungsteile oder diese Prüfungsbereiche aus diesen Prüfungsfächern des zweiten Teils der Prüfung, also Beziehungsprozesse und Wieso, dass du die perfekt drauf hast und alle Zeit, die du hast und alle Kraft da hinein investierst. Gwenda fragte, also es ist Wahnsinn, was du für Fragen eingehst. Es ist nur eine Auswahl, ne? Das ist Wahnsinn. Und deswegen wisst ihr ja, ne, schieße ich fast nach. Aber wie gesagt, ein Webinar live, was ich neu mache pro Woche, plus noch ein IGTV-Video, was basierend darauf ich auch noch raushaue. Und dann ist bei mir das Limit auch erreicht. Ne? Geht halt einfach nicht. So, und dann die Gwenda fragte, wie lerne ich mit dem Buch am effizientesten? Und zwar, indem du ganz einfach hingehst, die Mindmap besorgst, die ich ja im Webinar mit euch geteilt habe. Und da gibt es dann noch mehr Mindmaps aus dem Kaufprodukt. Ich habe euch ja ein Produkt empfohlen, Kundenbeziehungsprozesse in 15 Stunden plus der Wieso-Kurs zu einem super mega Vorzugspreis. Der gilt noch bis zum 15.05. 97 Euro einmalig anstatt 194 Euro. Lifetime-Version in dem Falle also unbefristet. Für immer dein. Und da sind auch Mindmaps, wo die wichtigsten Themen geschrieben stehen. Und ich mache ja Online-Produkte und das Buch, was ich empfahl, sicher zum Merkur Verlag, ist ja nur mal ein Buch. Und dann wirklich erstmal die Themen lernen nach Pareto, die am wahrscheinlichsten sind. Und da kannst du auch, wenn du ein Buchtyp bist, das Buch dir zu Herzen nehmen und damit dann intensiv lernen, aber erstmal wirklich nur die Prüfungsthemen, die am relevantesten sind. Wenn du dann noch Zeit hast, kannst du dir gerne die anderen Themen vor die Brust nehmen aus dem IHK-Prüfungskatalog, um diese dann gezielt mit dem Buch zu lernen. So, der Nutzen ist halt wirklich effizient. Viele verzetteln sich, die halten sich zu sehr mit Prüfungsthemen auf, die so gut wie nie geprüft werden oder noch nie geprüft wurden und verbeißen sich da. Ne? Werde zum Meister. Ne? Das heißt, stärken, nimm die Themen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit geprüft werden, hau die erstmal vom Tisch und dann hast du immer noch dann die Chance, dich auch um den Kleinkram zu kümmern, der erstmal nicht so wichtig ist. Ne? Erstmal nur die 20%. So, zwei Sachen noch, würde ich sagen, und dann mache ich Schluss, damit es nicht zu lange dauert. Und zwar, Marlene fragte, was denkst du, wenn die Kranken wieder ansteigen? Also, liebe Marlene, ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, was denkst du denn da? Bedenke bitte, du bist heute, was du gestern gedacht hast und dir geschehe nach deinem Glauben. Ich bin ein spiritueller Online-Trainer und wir sind sehr mächtige Schöpfer, sehr mächtige schöpferische Wesen. Auch Jesus sagte das zu seinen Jüngern. Er sagte, nicht ich tue die Wunder, der Vater, der in mir ist, tut die Wunder. Und der Vater ist in mir und ich bin im Vater. Und er sagte auch noch, das, was ich tue, könnt ihr auch tun und noch viel mehr, denn ich gehe zum Vater. Denn er hat bereits gewusst, dass er bald sein Leben verliert und hat deswegen sein Wissen ja an die Jünger weitergegeben. Das bedeutet, wir sind alle schöpferische Wesen. Wer es gerne etwas moderner hat, zum Beispiel The Secret kann ich euch empfehlen von Rhonda Byrne oder Bestellung im Universum von Bärbel Mohr. Da geht es genau darum, dass du dir das wünschst, was du dir so vorstellst. Aber wichtig ist hier der Glaube, dass du es bereits erhalten hast. Jesus sagte auch, Markus 11,24, alles, worum ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es bereits erhalten habt. Dann wird es euch zuteil. Sonst bleibt es ja beim Wünschen, das ist immer weg von dir.
Du hast es bereits. Und durch dein Gefühl der Dankbarkeit ist es der Katalysator, dass du das in dein Leben ziehst. Und deswegen hakt das ab. Die Prüfung wird stattfinden. Warte dich darauf vor. Ich habe auch zu meiner Frau gesagt, im Mai ist alles wie früher. Und was haben wir? Im Mai wird alles gelockert. Restaurants, Urlaube, hier Häuser, Ferienwohnungen, Muckibuden machen wieder auf, Saunen machen wieder auf und so weiter. Spielplätze, habe ich mir so vorgestellt, habe das geglaubt, also bereits dafür Dankbarkeit empfunden und siehe da, es ist passiert. Es könnte sein, dass ich eine neue Realität erschaffen habe, eine andere Realität, in einem anderen Universum. Es ist auch völlig egal, wie es funktioniert. Das Wie ist nicht das Ausschlaggebende, dass es funktioniert. Und ihr wisst ja, aufgrund meiner Webinare, viele meiner Kunden und Follower haben das ausprobiert. Und sei es nur, sie einen Parkplatz zu wünschen, es funktioniert tatsächlich. Wenn wir alle als Kollektiv uns das wünschen und dass du dir wünschst, dass du die Prüfung mit 1 oder 2 rockst, dann wird das passieren. Hack das ab, die Prüfung wird stattfinden, Corona ist auf dem Rückmarsch. So, dann letzte Sache würde ich sagen, ist einfach sonst zu viel. Und zwar die Helena fragt, die backt dich so ganz durch. Ich habe ja einen Shop, gripscoachtv.de/shop. Und da kannst du ja die Produkte in den Warenkorb legen. Ich habe Produkte, die sind zeitlich befristet. Abos, die du kündigen musst. Die Befristungen laufen automatisch aus. Dann habe ich Abos, die du kündigen musst, die dafür besonders günstig sind. Und ich habe noch Lifetime-Produkte. Lebenslang, kaufst sie einmal, gehört für immer dir. Nach und nach stelle ich alles auf Abo um, weil sich das am meisten rechnet für euch als auch für mich. Noch ist das so ein bisschen gemischt. Also Helena, was da steht, das bekommst du auch. Wenn da steht Abo pro Monat 8,99 wie beim Buchführungskurs, dann sind das 8,99 pro Monat, dann kannst du den monatlich auch kündigen. Und wenn da steht Lifetime, kaufst du den einmal und ist für immer dein. Und das ist ja logisch, wenn du den Lifetime kaufst, und du bist am Anfang der Ausbildung, rechnet sich das doppelt und dreifach, weil du den ja einmal bezahlst und bereits am Anfang schon damit lernen kannst. Während der Berufsschule, da kannst du schon glänzen mit Topnoten, indem du sofort in den Klausuren bereits super Noten schreibst. Da steckt dein Selbstwertgefühl und dann bist du auch in der Lage, die Prüfung viel besser zu rocken. Also schau es dir genau an, was da steht. Genau das bekommst du auch von mir und im Hinterkopf behalten. Zukünftig werde ich immer mehr aufs Abo-Modell umstellen. Auch jetzt die Kurse Buchführung und Kostenleistungsrechnung sind ja auch Abo-Modelle, die sich mega verkaufen wie geschnitten Brot, weil einfach viele mit diesen Themen Probleme haben. Also, würde mich mega freuen, euch bald wiederzusehen. Also, nächstes Live-Webinar ist am 12.05. um 19 Uhr. Abgrenzungsrechnung einfach erklärt. Anmelden unter webinare.gripscoachtv.de. Würde mich mega freuen, euch zu begrüßen und bis dahin alles Gute. Viel Erfolg und natürlich wieder mal ein Doppeldäumchen für euch. Ciao mit Au.